Läuft schon? Ja. Ich bin's, Steffen Lukas von Radio PSR. Das ist meine Einfahrtgenehmigung für den Tag der Sachsen. Oelsnitz im Erzgebirge. Am Samstagabend steppt auf der Bühne von Radio PSR auf dem Rathausplatz der Bär. Wir erwarten Zweiraumwohnungen. Kai Niemann wird singen. Die Firma live auf der Radio PSR Bühne. Biber und die Butzemänner. Außerdem das große Finale von den Wernersgrüner Lokalmeisterschaften. Auch echter Nordhäuser ist dabei. Wir präsentieren die Minute der Sachsen. Wir haben hoffentlich jemanden auf der Bühne, der richtig toll singen kann und tanzen kann. Und danach, nach dem Tag der Sachsen, verlängert die Steffen Lukas Show den Tag der Sachsen unter dem Motto: Bei uns, bei Radio PSR, ist jeder Tag ein Tag der Sachsen. Wir gehen auf Tournee. Wir fangen an am Montag in Lunzenau, senden die Steffen Lukas Show aus der Kuchenlunzen, also aus Kuchenlunzen, weil es gab mal unheimlich viele Bäcker in Lunzenau und deshalb sagt man nicht einfach Lunzenau ist der Himmelblau, sondern auch Kuchenlunzen. Dann geht's weiter über die Poldiswalde, wir sind in Schildau, wir werden in Delitzsch Station machen, auch in Neugersdorf, die Poldiswalde hatte ich glaube ich schon, Diesbach-Seuslitz und dann in 14 Tagen Freitag sind wir in Wittichenau. Dort wollen wir mal sehen, ob die Sachsen es schaffen, eine außerordentliche Karnevalssitzung einzuberufen, und dann sind wir auch schon wieder da und dann haben wir uns alle mal persönlich getroffen. Ich freue mich schon sehr.